Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und wir öffnen wieder eine Box für euch und diesmal auch gemeinsam wieder, weil ihr das unbedingt wolltet. Und ich finde, es ist auch immer ganz schön, weil manche Sachen schmecken mir zum Beispiel gar nicht und ihm schmecken sie extrem gut und deswegen habt ihr einfach beide Meinungen gleich vor der Kamera. Das ist wieder eine Degusta-Box und zwar die vom März. Müsste die vom März sein, ja. Die März-Box. Die packen wir jetzt für euch aus, schauen, was drin ist. Ich werde nicht reingucken. Pino wird alles rausgeben und auch dann verraten wir euch die Preise natürlich. Oder machen ein Preiseraten mit, oder? Ja, du ratest wieder die Preise. Genau. Ich rate sie auch besser. Nur ich probiere halt diesmal. So, let's go. Gut, also. Ich bin nur fürs Essen da. Es kann niemand etwas sehen. Ich muss mal gucken, wie wir das machen, dass sie nicht sieht. Ich habe Hunger. Wir brauchen das. Wir da, das ist sehen. Werbung, das kann weg. Lass mich einfach mal hier. Brauchst mich zu lang. So, und es geht auch schon mit der ersten Sache los. Und Quinoa. Quinoa-Chips. Gesunde Chips. Ihr wisst meine Meinung dazu. Aber Lorenz ist die Marke mit. Naja, gesund, nur das Score D ist nicht der Hit, ne? Ja, Quinoa ist aber gesünder wie Kartoffelchips. Es ist Ranch Style, cremig kräuterig. Wir probieren. Das kann natürlich auch richtig geil sein. Wobei Quinoa halt echt lecker ist, ne? Ja. Also wir hatten schon öfters Quinoa. Oh, riechen tun die ultra geil. So sehen die aus. Und sagst du im Geruch, die riechen schon ultra geil. Ja, die schmecken auch ultra gut. Oh ja. Ja. Ich nehme alles zurück, die sind echt gut. Weil die sind verdammt gut. Ja, die schmecken besser als die der Chips. Boah, richtig geil. Mhm. Direkt Platz 1. Mhm. Okay, was glaubst du Preis? Teuer. Das ist halt relativ, ne? 80 Gramm. Ich glaube, da ist auch echt viel drin, oder? Oben hin? Naja, ja, bis hier hin. Das ist schon eine kleine Mogelpackung. Okay, ich sage 79 Cent. Oh ne, mehr. 1,90 Euro. Okay, also es kostet 1,99 Euro. Und ich wollte eigentlich sagen, 1,99 Euro echt günstig dafür. Nein, das war viel. Naja, normale Chips. Ich glaube, Chio oder keine Ahnung. Ich kaufe halt so Mini-Chips, aber die kosten schon so um die 2 bis 3 Euro. Ich finde das jetzt echt okay für 1,99. So, und die schmecken wirklich gut. Die schmecken echt gut. Das muss man ganz klar mal sagen. Okay. So, weiter geht's. Und L.U. Kekse! Biskuit-Cereal. Anders muss ich sagen, hatten wir die? Nein, wir hatten die Küchlein, ne? Okay. Mhm. Kann ich ganz so bekannt vor. Preis 1,59 Euro. Jetzt schon sagen? Ja. Okay. Falsch. 1,39 Euro. Nein. 1,29 Euro. 1,99 Euro. Okay, ich bin immer weiter runtergegangen. Es sind 195 Gramm drin. Und 2, 4, 6 von diesen, ich glaube, da sind auch jeweils 2 drinne, genau. Also insgesamt 12 Kekse. Ja, 6 mal 2, ja. Und zwar hinten mit so Hafer oder Cerealien jetzt, Hafer, ja, Weizen und oben die Schokolade. Teilen wir uns eins? Ja, ja. Ich. Ja, das ist so dieses Weiche, wenn man das abbeißt. Sagen, mir zu schokoladig. Aber die sind okay. Die sind echt lecker. Also das sind wirklich so Cerealienkekse, also die sind nicht so ultra süß. Ich nehme die morgen mit auf die Arbeit, die dafür sind die perfekt einfach so für zwischendurch. Also die waren nicht letztes Mal schon ultra qualitativ lecker. Mhm. Muss ich ganz klar sagen. 2 Euro finde ich auch absolut fair. Nee, danke. Das ist viel. Dann lass liegen, wenn ich mal. 2 Euro finde ich auch absolut okay. Würde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Ich kannte Lu, muss ich zugeben, vorher nicht. Das war für mich eine neue Marke, was ich letztes Mal drin hatte. Lu oder LU heißt. Ja, ist auch egal, wie es heißt. Auf jeden Fall muss ich sagen, bisher finde ich die Sachen von denen echt gut. Mhm.
Was ich total gerne esse, ist diese Milka-Schokolade mit dem LU-Keks drin. Okay, sag mir nichts. Bombe. Gut, egal. Okay, ich guck so skeptisch, weil ich ja schon reingucken kann. Aber das ist das nächste. Und es ist schon Petersilie. Und deswegen war ich so irritiert vorhin, ob wir die Box, ob die da einen Fehler gemacht haben. Hatten wir letztes Mal Petersilie drin gehabt? Getrocknete Petersilie? Ja, ne? Ja. War das auch diese Box? Mhm. Leute, schreibt mal in den Kommentaren, ob wir das nicht letztes Mal schon auch schon drin hatten. Auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, ob es die gleiche Marke war. Ja. Gefriergetrocknete Petersilie. Na, der Gustav, habt ihr zu viel davon eingekauft? Jetzt haben wir noch einen. Wir haben die letzte schon verschenkt, weil wir damit nichts anfangen können. Ja, beziehungsweise wir haben einfach zu viel. So, und wenn ich frisch koche und es bekomme momentan, kaufe ich ja alles frisch. So, preislich trotzdem? 99 Cent. 99 Cent. Ist gar nicht hier drauf. Ich glaube, die haben wirklich zu viel davon und haben das mitgeschickt. Stimmt, hier steht dran. Überraschungen, kleine Extra-Produkte aus den letzten Boxen. Also der ist nicht offiziell dabei. 99 Cent, ich weiß es noch vom letzten Mal. Ja, also ich gehe davon aus, ihr habt wirklich wahrscheinlich einfach zu viel davon gekriegt. Und ist gut, dann Dank, vielen Dank, Degusta. Wir wollen uns natürlich nicht über Geschenke beschweren. Sehr gut, weiter geht's. So, und wir haben... Ich weiß jetzt schon, dass das bestimmt nicht gut schmeckt. Warum? Oh, weiß nichts. Nächste so gesunde Kaka. Nicht Proteinriegel? Das ist... Das ist so ein gesunder Proteinriegel. Also, bei euch hier nichts. So sieht das Ganze aus. Ich kenne nichts. Das war doch Milk oder so, was das gesunde Zeug war. Das ist auch gesund. So. Peanut Butter? Oh mein Gott. Rein vom Geruch riecht das wie Reese's. Wie ist vom Geschmack? Der sieht auch echt gut aus von innen. Ein Stück. Hier steht, kein Zucker hinzugefügt. No added sugar. Genauso schmeckt der. Der schmeckt nach Erdnüssen. Der schmeckt nach gar nichts. Am Ende kommt so eine Schokoladennote rum. Aber am Anfang schmeckt da noch nichts. Nein, der schmeckt voll gut. Bäh, bäh, bäh. Aber der schmeckt... Der schmeckt nach nichts. Und der kostet jetzt wahrscheinlich 1,59. Also, warte mal. Preis? Der schmeckt gut, der ist aber laff, weil es ist wirklich wahr. Man erwartet Zucker und du schmeckst keinen Zucker. Aber der ist echt lecker. Und jetzt bin ich mal kurz neugierig. Zucker hat das Ding nämlich nur, wie viel Gramm haben wir hier? 40 Gramm. Das Ding hat 2,2 Gramm Zucker. Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das ist... Wobei, bei 40 Gramm, ne? Ja, aber auch dann ist das, ich glaube ich, nicht viel. Der ganze Riegel hat 175 Kilokalorien und Kohleneiweiß 5 Gramm. Hä, ist das kein Eiweißriegel? Nein, das ist ein gesunder Riegel mit ohne Palmöl, ohne Zucker und ohne Gluten. Also haben wir einfach nur einen Schokoriegel, wo kein Zucker drin ist. Ein Schokoriegel, der einfach blöd schmeckt. Aus Schweden. Er ist nicht 1,59. Wetten wir 1,59 für so ein Mini-Riegel, der nach nichts schmeckt. Nee, das Produkt ist Monat, da kostet 1,49. Oh, entschuldige, 10 Cent günstiger und trotzdem noch 1,49, Leute, 1,50 € für einen Riegel, der nach nichts schmeckt. Er ist aber gesund. Der ist gesund. Viel Spaß damit. Gut, ich muss sagen, wenn man sich einen Schokoriegel reinhaut, dann will man auch einen Schokoriegel schmecken. Wenn man schon 2 Kalorien mit so 2 Bissen zu sich nimmt. Okay, egal. Weiter. Ich sehe hier ein paar schöne Sachen und es geht weiter hiermit. Du willst mich heute ärgern, oder? Weiß nicht, was ist das? Das ist Lakritz. Das ist natürlich geil. Ich liebe Lakritz. Und das ist Lakritz mit Zucker? Hä? High 95% weniger Zucker, high in Fibre. Ah, Fibre. Ich sehe es nicht richtig durch das Licht. Weniger Kalorien, natürlicher Geschmack und natürliche Farben. Licorice Love. Mhm.
Okay, Gummibonbons mit Lakritz-Geschmack. Riecht wie Lakritz. Sieht aber aus wie Cola-Gummibärchen tatsächlich. Also die sind nicht so pechschwarz, wie man das von Lakritzen kennt. Hier bitte sehr. Ich probiere auch einen für euch. Geruch ist total Lakritz. Die sind scharf. Nee. Nee, das ist normal am Anfang. Ich mag halt keinen Lakritz. Boah, ich finde das so widerlich gerade. Liebe Lakritz. Ja. Und muss sagen, ich muss den Arschbogen. Man schmeckt den nicht vorhandenen Zucker. Und ja. Hier schmeckt es nicht so gut. Ich finde das ganz okay. Aber ich habe jetzt auch nicht den Drang, noch einen zu essen. Muss ich sagen. Ich guck's gleich, das schmeckt so widerlich. Kennt ihr von Haribo Colorado oder so? Das ist außen so ein bisschen wie so Schaumzucker. Und die. Oh, ich kann gar nicht reden. Und diesen Lakritz, den esse ich sogar echt gern, aber das ist mir zu intensiv einfach. Das wird mein Vater auch schmecken. Der mag Lakritz. Da freut er sich. Okay, also man hätte die auch noch mal eine andere Sorte bekommen können. Ich habe das Gefühl, ich habe Medizin geschluckt. Ja, rate mal Preis. 89 Cent. Weil es ist echt eine kleine Tüte. Also so Preis für mich habe ich. 80 Gramm, 1,69. Mehr. 1,99. Mehr. 2,49 €. Mhm. 2,49 € für 80 Gramm. Ich weiß nicht, wie teuer normalerweise Lakritz sind. Hier ist noch ein... So viel. Also hier kann man noch einen Gutscheincode, da kann man auf der Homepage wollen, tweaksweet.com. Und wenn ihr wollt, tweak... tweakdb22 kriegt ihr 20% Rabatt nochmal. Es ist so... Komm, nächstes Produkt. Es ist so widerlich auf meinem Mund. Gucken wir... Soll ich was Gutes geben? Bitte ja. Okay. Bitte, ich brauche was Gutes. Giotto! Ja, kenne ich noch nicht, ne? Oder kennst du? Du nicht, aber ich. Kennst du schon? Ich liebe Giotto. Ja, Giotto kenne ich auch, aber Brownie-Geschmack. Oh! Solo. Solo e Giotto. Solo e Giotto. Caffè imparamente perfetto, solo un Giotto. Oh, ich liebe Giotto. Ich liebe Giotto einfach. Ich. Liebe Giotto. Wisst ihr warum? Ich weiß es auch nicht. Es ist einfach so lecker. Und mit Brownies schmecken die noch viel besserer. Besserer. Besser. So. Macha. Das ist auch der einzigste, den du kriegst. Oh, ja, genau. Aber sehr süß. Sehr, sehr süß. Da siehst du gleich wieder Ausgleich zu deinem Lakritz. Dreierpackung kostet 2,19 €. Also steht kein Preis hier bei. Warte. Und hier steht, es ist eine Sonderedition, die es nur ganz, ganz kurz gibt. Ja, die gibt es immer nur so in den Frühlingsjahren. Saison. Ich weiß nicht, also hier steht kein Preis dabei und die soll es nur ganz, ganz kurz geben. Sehr lecker. Die Sorte. Mmh. Ich bin gut. Unglücklich. Aber das Lakritz ist immer noch auf meiner Zunge. So, jetzt brauchen wir hier erstmal einen kurzen. Oh, wow. Das finde ich geil. Batita de coco. Ja, und zwar white. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist, aber wir hatten die in Milch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die andere Sorte ist, diese das ist milchig weiß. Ist. Ja, ich kann es nicht sagen, ich bin nicht so. Und die war echt lecker, muss ich sagen. Die habe ich ja jedes Mal allein getrunken. Gemacht und drum und 5% Kokosnusswasser. Jetzt? Echt? Ernsthaft? Ich werde es nicht probieren jetzt. Geht. Leute. Nee. Boah. Also hat ein paar Umdrehungen. Lass mich mal schnuppern. Aber. Bah, Kokosnuss. Ist echt lecker, muss ich sagen. Ja, Geschmack ist echt lecker. Ich kann gar nicht dazu sagen. Schmeckt nach Kokosnuss? Ja, schmeckt nach Kokosnuss. Ich mache uns echt gern.
du merkst, dass es ein paar Umdrehungen hat. Ich muss dazu sagen, ich trinke so gut wie keinen Alkohol. Das heißt, ich merke das wahrscheinlich noch um einiges mehr. Aber kann ich empfehlen. Ist echt lecker. So, Preis. Was haben wir hier für einen Preis? Große Was Flasche sagst du? Kostet, glaube ich. Genau, 0,7er Flasche steht drauf. 0,7er. Ich glaube, 15,99 oder so kosten die. Nee, 10 Euro, 9,99. Echt? Voll so wenig? Okay. Ja, ist voll okay, 10 Euro. Absolut in Ordnung. So, hier kommt wieder was für dich. Milchbrödle von Elz. Schokogeschmack. Elz kenne ich auch überhaupt nicht. Da sind so viele Marken drin, von denen ich noch nie was gehört. Da hatten wir diesen ekelhaften Mohnkuchen schon. Achso. Der auch mal in der Box war. Schokobrödle, kann ich morgen mit auf Arbeit testen? Eigentlich wollte ich nur ein Stück abreißen, aber du hast den gleichen Mund gesteckt. Du hast mir einfach so weggenommen, so. Langweilig. Das ist halt Schokobrödle. Nö, ich bin aber wirklich nach Schoko. Ja, schmeckt jetzt nicht so intensiv. Schmeckt ein bisschen nach Milchbrötchen. Ist okay. Hänge vom Preis von ab. Was glaubst du, was die Packung kostet? 6 Stück drin. 1,29 Euro. Ne, mehr. 1,69 Euro. Mehr. 1,99 Euro. Mehr. Deswegen, ich find's happy. 2,29 Euro. Mehr. 2,50 Euro. Mehr. 3 Euro. Ja, 2,99 Euro. Nein. Und ich find 2,99 echt teuer. Mhm. Auch wenn das Fairtrade ist, sind Schokobrötchen. Und dafür müssten die wirklich besser schmecken, sorry. Ja. Also die sind wirklich okay, aber keine 3 Euro. Die sind okay, aber es gibt diese eingepackten. Kann ich mir auch die günstigen holen für 1 Euro. Und ich finde die wesentlich intensiver. Ja, da kann ich das eigentlich nicht sagen. Ich bin sowieso kein Fan von Schokobrötchen. Und die laufen bald ab. Die müssen wir wirklich schnell vernichten. Ja gut, die sind aber immer relativ kurzzeitig, weil die ja richtig gerne viel sind. So, Kinder! Dann lass liegen, wenn du nicht mehr willst. Mal kurz Pause. So, weiter geht's! Und wir gucken mal, wir haben etwas Großes in der Ecke. Ich kann es auch noch nicht genau erkennen. Ich glaube, das ist was zu trinken. Oh oh. Irgendwas ausgelaufen. Es klebt. Ich glaube, es ist ausgelaufen. Oh nein. Ja, es ist, glaube ich, oben offen. Der Karton ist nämlich unten nass. Also ich würde es nicht mehr aufmachen. Nein. Es ist geplatzt. Happy Day. Das ist echt schade. Ist nicht mehr Happy Day. Ja, ist leider trauriger Day. Also das wäre drin gewesen. Immun Plus. Die Box wird wahrscheinlich irgendwo in die Ecke geworfen. Da kann die Gusta nichts. Die packen die echt gut ein, muss ich sagen. Ich habe hier noch was drin, was zerbrechen kann. Und ich hoffe, weil das ist das letzte Mal zerbrochen. Gut. Geschmack kann man nicht sagen, ich werde das nicht probieren. Es hat auf jeden Fall, ist hier oben offen. Und da ist uns einer besuchen gekommen. Ist sie. Der wollte jetzt unbedingt mit hoch. Guten Tag. Was denkst du im Preis? Ich glaube, die kosten 1,29 Euro oder so. Die sind auch nicht so günstig. Oder 1,99 Euro sogar. 1,89 Euro. Ja. Ist okay. Ich kenne die auch überhaupt nicht. Weder Happy Day noch kenne ich die Marke Rauch. Ich habe ein Küsschen bekommen. Das ist doch schön. Er schleimt jetzt, weil er was zu essen haben will. Egal. Das lassen wir auf Seite. Das können wir dann entsorgen. Mal was hin. Keine Ahnung. Ja, lass es. Heute sind wir da stehen. Gucken wir, ob der Rest überlebt hat. So, dann geht's weiter. Und wir haben als nächstes Melitta. Kaffee des Jahres. Genau, Kaffee des Jahres, vollmundig mit feiner Mandelnote. Das ist aber so Pulver, sieht oder? Es aus. Ja, das ist Pulver. Dann werden wir mit zur Arbeit nehmen oder ich mach's einfach mal. Du kannst ja für dich mal machen. Ist es wie die French Press sogar. Siehst du? Das passt also ganz gut. Oder für Handfilter, ich hab beides ja da. Handfilter sowie French Press. Das heißt, ich werde den einfach mal die Tage testen. Und ja, dann gucken wir mal, wie der ist. So, preislich, was sagst du? Ich denke, die gehen wieder von der ganzen Packung aus. Genau, 500 Gramm Packung. Kostet 3,99. 5,69.
Naja, ist okay. Meistens die für 3 Euro ja im Angebot. Ja. Wobei wir halt schon echt lange keinen Pulverkaffee mehr gekauft haben. Wir kaufen eigentlich nur Bohnen für 15 Euro oder so. Bis 20, je nachdem, was es ist. Na, Coco, willst du mich essen? Der sagt, ich will auch was haben. Gib mir mal was. So, dann kommen wir langsam zu den letzten Sachen. Und wir haben als nächstes nochmal Lu. L-U. Ja, wie auch immer. Und zwar Biskuit Spekulatius. Oh, mit Zimtgeschmack. Das könnte richtig lecker sein. Hoppala. Also das ist diesmal so eingepackt, ne? Also komplett. Das sah irgendwie größer aus. Ich denke, da sind die Spekulatius, die man so rausnehmen kann. Boah, richtig gut. Also wenn die gut sind, geil. Spekulatius gehen immer, nicht nur an Weihnachten. Nee, schon auch. Wir müssen ja nicht verbrauchen. So. Nein, das ist nichts für dich, Schatzi. Ja, ich weiß, du bist ganz aufgeregt. Du kriegst gleich was. Hier. Danke. Teilen wir uns. Starker Zimtgeruch? Das ist echt viel jetzt. Oh, riechen halt wie Spekulatius. Ich finde einerlei Spekulatius. Mm, die sind sehr knusprig. Aber die sind sehr lecker. Mit einem Kaffee. Da schön den Kaffee. Oh, ich krieg gleich Wein und Wein. Ich werde heute so warm. Ich habe den Käse gegessen und ich bin in Weihnachtsstimmung. Richtig krass. Ich sag gerade noch, Spekulatius gehen immer nicht nur an Weihnachten. Der ist ultra lecker. Mhm. Der mit dem Kaffee. Alter. Also ich liebe Spekulatius und ich glaube, ich habe gerade meinen Favorit gefunden. Die sind echt gut. Die sind verdammt richtig gut. Preis 1,99. Egal, was die kosten. 1,99, ja. Also, wenn ihr Spekulatius liebt, die mit dem Kaffee, richtig gut. Boah. Ich muss sagen, Lu macht allgemein sehr richtig gute Produkte. Ja, brauche ich jetzt einfach, keine Ahnung. Mega. Also wirklich, die sind richtig, richtig lecker. Boah. Bin echt überrascht, wie gut ich hier. Wie gesagt, also selten, dass ich was im Mund nehme und sofort in irgendeine Stimmung komme. Und ich habe den im Mund genommen. Es ist gerade dunkel alles. Wir nehmen das eher abends jetzt gerade auf. Und ich bin direkt in Weihnachtsstimmung. Also wirklich, das war so Weihnachten. Einfach so instant. Das war richtig geil. So. Es geht aber weiter. Und wir haben Schokolade. Kava-Schokolade. Das wird deine Schokolade. Und zwar weiße mit Erdbeere. Das ist einfach deine Schokolade, safe. Okay. Also Kava wusste ich gar nicht. Ja, wusste ich jetzt auch nicht, dass es da Schokolade gibt. Ich auch nicht. Ich glaube, die hat schon ein bisschen. Ich hoffe, die ist nicht geschmolzen. Ich hoffe, die ist nicht geschmolzen, aber zerbrochen ist. Ja, gut. Das macht nichts. Oh, da kommt ein geiler Geruch raus. Das ist halt so gar nicht meins. Ne? Alter, riecht das gut. Aber es riecht so extrem nach diesem Schoko. Nee, nicht Erdbeere. Nach Erdbeere. Oh, das riecht echt gut. Das könnte wirklich. Und die haben richtige Erdbeerstücke da drin. Aber ihr seht gerade hier hinten vielleicht. Ultra. Da steht mit Erdbeere und Brause sogar. Okay. Ich bin gespannt. Ich will auch ein Stück testen. Auf jeden Fall. Auch wenn es weiße Schokolade ist. Ey, das schmeckt 1:1 wie der Kava. Das knistert immer mal in den Mund auf, das ist Knisterschokolade. Oh mein Gott, das ist Knisterschokolade. Na. Mhm. Ey, okay. Weiß, Erdbeere und dann Knisterschokolade. Oh mein Gott, ist das geil. Ich finde es selbst echt gut, obwohl es nur. Das knistert immer mal. Also. Ja. Hey, ich habe ja kein Mikrofon hier, dann könnt ihr das nicht hören. Aber die ist absolut. Die ist lecker. Ich muss sagen, ich war gerade schon fasziniert von den Keksen hier. Ich glaube, das ist mein absolutes Highlight. Oh mein Gott, die ist ultra lecker. Wenn ihr Weißschokolade liebt, wenn ihr Erdbeerschokolade liebt, wenn ihr das Knistern liebt, ich schwöre euch, das ist eure Schokolade. Also die bin ich voll weggeflasht. Preis, sag mal, Preis ist auch noch voll in Ordnung. Was sagst du? 79 Cent. 99 Cent. Ist voll okay. In Ordnung ist unsere das. Unsere neue Lieblingsschokolade. Weil sie knistert. Die gibt es nämlich auch mit Kekscrunch. Oh. Milchschokolade mit Keks. Das wäre voll mein Ding. Ich weiß nicht, ob das knistert, aber... Mach mal, das sieht dann aus.
Oh, habe ich hier das gerade richtig gelesen? Was steht mit drin? Falls wenn ich das richtig gelesen habe, steht da zwei verschiedene pro Box. Warte mal, ich habe noch was anderes. Muss erst rausholen. Tomatensauce. Oh, das ist die gute. Also. Kräuter Oreo de Pan. Die war in der letzten Box drin. Sicher? Mhm. Und die war Bombe. Die war wirklich. Aber super. Wir hatten mal eine andere große Ding drin. Wir hatten zwei verschiedene. Wir hatten einmal die von Barilla mit Gemüse. Es knistert in meinem Mund. Und einmal hatten wir die drin. Wie war die Werbung früher? Es knistert in meinen. Es knistert, Bauch, es knistert in meinem Bauchnabel. Ja, es prickelt. Es prickelt in meinem Bauchnabel. Das ist aber was ganz anderes. Ich weiß, das ist. Es prickelt. Das ist Bier. Nicht Bier. Natürlich, das ist auch die Bierflasche. Es prickelt in meinem Mund. Nein, das von früher, die von Krombacher oder so, wo die in ihr Bauchnabel das Bier so reinkippt und der Typ schreit, schick mir eine Flasche Bier. Von die Bier von letzte Nacht. Ach so, stimmt. Die Bier. Die Bier, ja. Stimmt. So. Hast du auch nochmal Glück gehabt. Okay, was war so Preis? Von? Ja, hier. Nicht vom Bier. Naja, die Preise sind gestiegen. Ich würde sagen 2,99 inzwischen. Ne, 2,19. Ja. Ich bin auch gar nicht sicher, ob die hier jetzt UVP, gut, je nachdem, wann die bekommen haben, ob die Inflation da schon drin ist, weiß ich nicht. Aber wir sind wirklich noch nicht am Ende. Und zwar haben wir wirklich die andere Sorte dabei. Oh, und yeah, zwar bitte. Die mit Keks. Keks Crunch. So. Knistert die auch im Mund? Ich weiß nicht. Prickelt sie steht auch? Ja hier, meine, nee, da steht mit Brause. Ne, da ist keine Brause. Mit Brause. Also die knistert nicht, das heißt schon mal 50% Coolness verloren hier. Ich glaube, man kann so alt sein, wie man will, aber wenn es im Mund knistert, wird man zum Kind. Wenn man erwachsen wird, das hat man schon verloren. Ah. Kriege hoch. Erinnert mich an irgendwas? Auch okay. Mhm. Ich bin echt positiv überrascht. Ich würde sagen, tatsächlich, die Weiße ist die besser. Die Weiße ist tausendmal besser. Aber allein wegen Brutzeln schon. Aber lecker. Aber echt gut. Ich hol mal schnell. Haben wir noch was? Und da haben wir es geschafft für heute. Ganz ehrlich, das ist eine richtig geile Box gewesen. Bis auf diese Lakritze. Diese Kekse, die ja, ist halt schade, dass wieder was kaputt gegangen ist, muss ich sagen. Aber es ist hier auch einmal durch den ganzen Karton durchgelaufen. Also es klebt auch richtig. Wir haben auch echt Glück gehabt, dass es nicht nach außen kommt. Wir haben auch echt Glück gehabt, dass es nicht ganz geplatzt ist, dass es dann nicht, da hätten wir die Box wegwerfen können. Ja. Das ist halt nur oben ist es, ja, passiert. Kannst du nichts ändern. Wenn die Post nicht aufpasst und das Ding durch die Gegend wirft, dann kann halt auch die Gusta nichts dafür. So, wir sind durch. Wir gucken jetzt nochmal, was wir hier dabei hatten, ob das nur Werbung ist. Oh, also die Colt. Die gibt es aber auch schon länger. Ja. Ich habe die momentan aber nicht geholt, weil entweder ihr sagt, ihr wollt die unbedingt sehen. Es gab schon so ein Vorschauvideo und da sind fast nur vegane Produkte drin. Nee, dann. Und nein, da wollen wir die nicht. Eigentlich schon, aber ich. Vielleicht bestellen wir bald noch eine neue Box. Wir haben nämlich die, wo wir den Kalender aufgemacht haben. Brandnose. Brandnose, genau, dass wir die einfach mittesten. Und ja, hier mal, oh, das ist auch cool. Dann habe ich die Flasche schon leer. Wir haben ja auf jeden Fall von. Jetzt habe ich die Flasche schon leer. von dem Batita Pur Coco haben wir hier eine Zette mit ganz vielen Cocktails. Was das heißt, wir könnten eigentlich im Sommer. Für einen Akzent nachzumachen. Keine Ahnung. Das weißt du selber nicht so genau. Mein Akzent. Den italienischen. Wir werden auf jeden Fall im Sommer, finde ich, eine ganz gute Idee. Ich habe nämlich auch ein Cocktailbuch. Vielleicht probieren wir einfach mal die Cocktails aus. Und ich sehe gerade, meine Kamera geht langsam leer. Das heißt, wir geben jetzt ein bisschen Gas. So, genau. Wir können Freunde werben, wie ihr wollt. Wir haben unten immer den Partnerlink. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch so einen Degusta bestellen und da noch 6 Euro Rabatt kriegen. Beziehungsweise, ich glaube, es waren sogar ein bisschen mehr über den Link. Nein, nicht? Okay. Müsst ihr mal gucken. Auf jeden Fall gibt es da einen sehr guten Rabatt, fast die Hälfte. Dann noch ein bisschen Werbung von Öls. Unsere Brötchen und Kamera ist aus. Giotto? Nein, Spaß. Ja, danke. Ich habe das Konzept gebracht. Giotto. Ja, gut, von Giotto nur die Nährwertangaben. Mehr ist das nicht. Und nee, das war's. Wir sind durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir machen jetzt einen ganz schnellen Abspann. Wenn ihr weiterhin uns beide vor der Kamera sehen wollt, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Und gebt uns einen Daumen nach oben. Und sonst, wenn ihr Ideen habt, was wir noch für Boxen öffnen können oder was ihr als Artikel sehen wollt. Außerdem sind wir heute zu dritt vor der Kamera.
Tut mir leid, ja. Zu dritt sind wir. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.